So, Flakposten, seid ihr soweit? Ist euer Territorium klar? Ja, sieht gut aus, Fleck ist frei. Dann mal schauen, was uns die Gladiatoren jetzt zeigen. Der Tag ist es gestartet. Friedrich hat wie immer die führende Position. Ja, damit hat den hier 682 Markus von der Beere. Und Überschlag! Schöne Rolle! Damit haben wir einen Rennerbruch. So Leute, jetzt wisst ihr, warum ihr hergekommen seid, liebe Zuschauer. Hier geht es nämlich richtig zur Sache. Drei Runden, 132 Lars Hohenkamp. In Führung auf Außenbahn 914 in führender Position. Und Angriff von der Bandenschmiede. Da werden die Generals und Alvin Wolf steht nochmal quer davor. So, Generals 914 kann weiterfahren. 995 immer noch in Führung. I'm coming to the camera. Und da wird gleich am Start gecrasht und durchkommen die 190 und 183. So, und Harald holt Schwung. Und jetzt geht Sascha Müller auf der Innenbahn vorbei. Gut. Und der Lauf ist gestartet. Der Terminator in Führung gewesen. Jetzt gedreht. Nico Spann ist auch dabei. Wen haben wir sonst noch? Kai Parmann, Janik Stecher, Jari Fratz und René Lauda. Schöner Angriff von der 137 auf. Und Nico Schwand will, hier kommt der Angriff. Nur eine Seitenlage und hat sich Nico Schwand festgefahren. 820 Javi Fraß, jetzt kommt der Angriff. 138 wird gedreht, also kein Fahrer. Und an dritter Stelle die 314. Der Lauf ist gestartet, die Klasse 4. Die 219 geht jetzt von Führung. Und nimmt hier den Meister. Und hat im Moment die Nase vor. So, ein General wird gedreht in 900. Das ist die Bad Boys. Zweiter. Wenn ich das richtig sehe, dann Kuchen mit der 945, dann ist er nach vorne gespielt. Und wir haben rote Flaggenrenner. Und Angriff, Überschlag. Schöner Angriff von den Eisbiegern. Ist aber mal nicht an der Zweitstelle. Und deshalb guckt ihr dann auch mal wieder der Rennleiter ein bisschen genauer hin. So geht ja jetzt in die erste Kurve. Und die 27 ist gedreht. Und jetzt der junge Mann von der Buggy-Spiele. Und Lars, und Lars. Und da haben wir Überschlag. Rote Flagge. Und Überschlag. Überschlag. Rote Flagge. Stelle Günter Herrmann dahinter, Manuel Lüders mit dem wohlbefeuerten Golf 4 ist in Führung an zweiter Stelle. Nico Schwand, aber jetzt die Rangelei. Und da spürt sich 605 nach vorne im Moment.
zu. Eisenbieger können sich behaupten. Also noch ist er mit einmal gut. Nein, ich hab's gesagt. Er steht auf Crash Buchbeck und in Annalinas Kurve. Ach, ich glaube, da ist jetzt schon diesmal zum dritten Mal am. So, und der Lauf ist gestartet und der Derbynator wird erstmal gedreht. 533 zu hoch. Und der nächste Eisenbieger holt sich am Rennabbruch. Von Sascha Müller. Das war ein Eigenüberschlag. So, dann haben wir gleich eine rote Platte Rennabbruch. Das ist im Moment der führende Mann. Und da kriegt er einen vom Moos. Er ist umgedreht. Also, ich sehe hier den Schlag, rote Flagge, gleich zwei Fahrzeuge ausgeschaltet. Wir haben die Führungsposition geändert und wir haben neun Führenden. Und hier vielleicht den Tigran. Und Überschlag, ein Überschlag von Conny. Eine Runde jetzt noch für die Raudis. Und was war da hinten, Kollege? Und dann gab es wieder eine schöne Aktion, der Harald Kapischke. Magdalena kommt wieder angewackelt. Und Philipp Derbynator auf seine Rad. Und Nico Schwarz greift die 605 an. Eine schöne Ecke. 733 holt sich den Laufsieg, also Raul Goldmann vor Finn. Goldmann, dann die Buschmann-Welle. Und jetzt kommt der Gallier und dreht ihn um. So, also gestartet. Fabian Müller. Überschlag von Lars Lüderitz.
gerade. Aber die Eier. Na? Zwei schwere Dinge. Erinnert den Balu erstmal mit dem Rollstuhl. Er greift den an, doch. Und die andere aufeinander. Der Romeo, da kommt der erste Anschuss. Rauf auf Attacke. Bonanza. So, Leute, ihr könnt richtig holzen. Jetzt könnt ihr hier mal von links nach rechts rücken. United Stocker oder der Runde Heidekamp-Stocker. Ja, schön im Knäuel. 1, 2, 3, 4, 5 aktive Feuer. Man kann sich nicht bewegen. Jetzt ist durch die Unterwertung auch ausgeschlossen. Wir wollen hier richtig Attacke sehen. Und Eisenbieger auf die Generals. Die wollen alle den der Ofen aus beim Escort. Sieht aus, als wenn der Kühler weg ist und jetzt kriegt er noch einen für den Arsch. Ja, da sind wir schon die ersten Besuch. Das waren die schönsten Action-Spiele. Wir waren hier im Final Only. Nuts and Bills. Wir wollen hier keine Tüten mehr haben. Und sollte das schon ein bisschen mehr zur Sache gehen? Hat hier Runde noch? Oder fahren wir noch vorbei? Oh, da wird er reingeschoben mit den Graben. 66, Mike Meyer mal so ein bisschen. Sind für Action, jo. Ah, schöner Dreher. Jo, und nochmal schön rein. So, und kriegt der Mike jetzt nochmal ein. Vom Moor, so richtig Speed hat er ja nicht, aber okay, versuchen wir es jetzt. Nochmal. Jo, die Fahrzeuge sind. Und Nummer 1. Jo. Und jetzt versucht er sich von ihm zu trennen, da kommt die 13. Und Zeitfall. Schöne Seiteneinlage. Da wollen wir sehen, 700 Euro. Ein Auto. Rechts rum, vier links rum und drei gehen vorbei. Leichter Crash auf die Hinterachse und die 13. Hier könnt ihr Freunde treffen. Nein, das wäre schön gewesen. Und haben wir jetzt hier einen Hell und Bang! Wow! Und jetzt nochmal Anlauf. Jo! So hört sich das an, wenn dann der Kofferraum flöten geht. Ja, ich glaube, das war's dann. Für mich ist dieses Event auch das letzte in diesem Jahr. Ja,